Das sollte ja auch machbar sein. Wir müssen ihn nur halt ein bisschen weiter noch laufen lassen. What is your status? Jetzt wird geplündert. So, wir warten dann quasi einfach hier. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. So. Och Gott! Alles, was ich Das mir ist ja unfair. vorstelle, ihres Meer Der komme geht ich. gar nicht immer zum Gleichen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ihr solltet mal eben den Wir retten können hier hier. etwas Unsere Verbündeten werden angegriffen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Okay, wir schaffen es tatsächlich nicht vollständig. Und die haben leider denen hier nicht geholfen. Wie eigentlich gedacht. Ob das so gut ist? Also das Ding ist zwar klinisch tot, aber die halt leider auch hier oben. Also wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass die hier standhalten gleich. Also es kann sein, dass wir das beim letzten Mal hätten zerstören müssen einfach. Hallo, nicht Coldfaring, sondern generell einfach mal angreifen. Wäre ganz geil. Was ist denn mit dem Implication Tower? These powers once could be additional layer of armor plating on the inner. Alter, ist das dein Ernst? Müssen wir auch noch so Tower halten? Wir haben echt nicht mehr viel Supply. Okay, jetzt ist einer unserer Helden gestorben. Wir müssen es eigentlich bei diesem Move-Out schaffen und das ist auch schaffbar. Wir müssen nur irgendwie vernünftig unter den Truppen stehen. Glaube ich. Vielleicht soll ich da auch nochmal gucken, dass ich da meinen Support mit reinhau. An Helden. What is your status? So, wir müssen jetzt quasi raten, ob man nach links oder nach rechts geht. Ich denke, wenn wir rechts stehen, gehen wir nach links, oder? Sehe ich das richtig? Unsere Verbündeten, die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Er geht auf jeden Fall hier hin. Okay. Nein! Soll ich jetzt hier ein bisschen zurückziehen? Was wir natürlich auch hätten machen können, fällt mir gerade aber erst ein, die Wege quasi zugleistern mit. Tötet sie! Das reicht echt nicht. Aber diesmal haben die sogar überlebt hier. Und wir haben auch deutlich mehr Supply übrig, also vielleicht speichern wir das doch mal hier gerade. Brauchen hier deutlich mehr WBFs noch. Schlechte Neuigkeiten? Unsere Verbündeten werden angegriffen. Oh, das ist ein bisschen nervig mit dem ganzen Splash-Damage hier. Auch deutlich mehr. Nein, von denen hier. Kannst kaum noch erwarten. Jetzt geht's rund. Ungeeignete Landezone. Ja,
Das ging schon richtig scheiße los. Wir müssen mehr die Missile Turrets dodgen. Die Missile Turrets, sag ich schon. Die, ne? Hunter Seeker. Die es ja inzwischen im Multiplayer nicht mehr gibt, weil sie zu stark sind. Hier schon. Besten wäre es, wenn wir hier einzelne schon vorher dodgen könnten. Nein! Könnt ihr vielleicht auch mal... Nö. Lauf daneben, anstatt anzugreifen. Oh, hier sind diese Scheißviecher. Gott, hier war auch wieder irgendwas, was mich komplett zerstört hat, da. Alter, dieses wie heißen die Viecher? Warhounds. Ja, jetzt haben wir zu wenig. Wir müssen dieses Ding eigentlich bei diesem Angriff zerstören. Das ist genau das, was wir brauchen. Aber das will es sich aktuell nicht, will sich nicht schaffen lassen. Müssen wir also doch sagen, wir rennen hier direkt hier hin. Können dann auch direkt gucken, ob wir denen nicht direkt ein bisschen Hilfe zusenden. So, und jetzt hier hin. All Assault. Viecher. Nein, stimmt nochmal. Schieß doch. Warum ist dieses Vieh hier auf einmal so schnell dann? Wir müssen das schaffen. Wir müssen den da ausschalten. Wir haben eigentlich die Möglichkeiten dafür. Aber erst beim Rückzug einfach irre schnell. Trotzdem war das eigentlich eine gute Sache. Nein, ich baue mal die falschen. Vielleicht hätten wir auch mal einen Raven mit Hunter Seeker Missile bauen sollen. So. Wo sind denn die Vikings? Tötet das! ...1500 Hitpoints, echt jetzt? Das wäre echt... Ja, es ist immer so nah dran. Ich glaube, diesmal hätten wir das, Ding früher rufen müssen. Also es wird danach vermutlich noch einen Bosskampf geben. Also ich glaube nicht, dass es danach vorbei ist, aber es wäre echt gut, wenn wir es schaffen würden, hier so weit zu kommen. Das wäre eigentlich genau das Richtige. So, jetzt holen wir die Division. Ach, ich hätte vorher speichern sollen. Bevor ich die Division hole. Durchgeladen und entsichert. Abmarsch!
Tötet es! Ich glaube, jetzt habe ich wieder zu früh engaged, oder? Das ist machbar! Das ist machbar! Und ich würde es auch echt gerne da in diesem Angriff machen, weil danach kamen die unglaublichen Splash-Damage-Angriffe. Die würde ich gerne vermeiden. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Das sieht gut aus, glaube ich. Tötet es! Nice. System is failing. Da war's. Aber ich glaube noch nicht, dass alles jetzt vorbei ist. Ist aber ganz gut abgestürzt. Warnung, Primärreaktor zerstört. Zerstörung eingelangt. Gefahr Level 12. Scheiße, es hat ist in die Construction-Plattform, in den Reaktor gestürzt. Das ist nicht gut. Ich dachte, das wäre nicht gut. Moment, was ist das? An der Spitze der Plattform. Was kann ich sagen? Ich weiß gar nicht, was Dublin heißt. Du schon wieder! Wie? Ich habe überlebt. Ihr müsst mich hier rausbringen. Was? Was meint ihr? Hört zu. Ich kann nur versuchen, das zu stabilisieren, so kurzzeitig zu stabilisieren. Ich gebe euch eine Chance zum Überleben. Dieses Gebiet wird in Kürze zerstört werden. Das ist unsere Chance. Diggerfang, nun ist die Zeit. Tötet die Protoss. Jeder, der überlebt, wird ausgeschaltet werden. Jeder, der im Weg steht, wird ausgeschaltet werden. Was? Crail? Nein! Wunderbar. Hört zu. Euch mit Crane zu verbünden war die schlechteste Entscheidung, die ihr je treffen könntet. Dieser Typ ist verrückt. Sagt der Richtige. Er kann Kamehameha da machen. Ich wusste es. Er hat versucht, uns zu schwächen. Scheiße. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Nun? Worauf wartet ihr dann, Kinder? Wollt ihr überleben oder nicht? Ignoriert Cranes Wahnsinn und bewegt euch. Das ist wahr, Kaduros. Nassarin, versammelt eure Truppen. Wir müssen hier weg. Untergebene, haltet sie auf. Wow. Jetzt haben wir Super Crane. Müssen wir die jetzt zerstören? Ich glaube, wir müssen nur weg, oder? Wo müssen wir hin? Moment. Ich weiß noch nicht, wo es hingeht. Ich glaube, wir hätten vorher nochmal speichern sollen. Ich glaube, jetzt ist schon zu spät. Wo müssen wir hin?
Nach rechts. Dann bin ich ja irgendwie jetzt nicht in die geilste Richtung gelaufen, würde ich mal behaupten. Er ist tot. Ja, wir hätten... Ich hätte vorher wissen müssen, was meine Aufgabe eigentlich ist. Aber okay, das kriegen wir hin. Leider muss ich jetzt ich glaube, diesen Speicherpunkt zu nehmen, wäre bescheuert. Weiß nicht, ob man Cutscenes überspringen kann. Ja, wir sind hier schon viel zu tot. Wir müssen jetzt den nehmen, den wir gemacht haben, vor der Cutscene und gucken, ob wir schnell durch die Cutscene kommen, um dann nochmal ganz schnell zu speichern. So, Cutscene überspringen, Leertaste, Enter. Ja, hat geklappt. Speichern. Ich führe den Befehl. Was habe ich eigentlich alles für Fähigkeiten? Ich bin jetzt schon tot. Oh Gott. Okay, wir müssen... Das Schlimme ist, man muss irgendwie jetzt ganz schnell rausfinden, wo man lang rennt. Das finde ich blöd, wenn ich nicht strategisch planen kann. Ist das nervig? Ich übernehme wieder die Kontrolle. Einverstanden. Wir marschieren vorwärts. So, eigentlich ist das ein guter Start gewesen. Ich übernehme wieder die Kontrolle. Schlagt jetzt zu, Krieger. Bezwingt den Gegner. Verstanden. Kämpft mit allem, was ihr habt. Oh, da ist Crane wieder. Bleibt wachsam. Wir hätten hier weiter rennen müssen. Einverstanden. So rum, oder wie? Also wir schaffen es jetzt nicht mehr, das ist klar. Aber ich glaube, wir müssen einfach weiter nach unten rennen. Ich glaube, da durchzurennen ist nicht das, was wir machen sollten. Dafür sind da zu viele Rocks. Wahrscheinlich ist das eher als Abkürzung für Crane gedacht. Kann das sein? Nein, nicht verlangsamt werden. Das ist nicht gut, dass wir so verlangsamt sind. Verstanden. Einverstanden. Unsere Gedanken sind eins. Nein! Die halten mich auf! Ist nicht gut. Nein, ich renne auch immer zielsicher da rein, muss man leider sagen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Einverstanden. Wir marschieren vor. Ach, da ist ein Ultra gewesen, der gespawnt ist. Wenn der Ultra nicht gespawnt wäre, hätten wir es geschafft. Ich sehe auch gerade, die Framerate scheint da leichte Probleme mit zu haben. Das bitte ich zu entschuldigen. Verstanden. Unsere Streitkräfte befinden sich auf dem Weg. Einverstanden. Unsere Streitkräfte befinden sich auf dem Weg. Wo müssen wir hin? Wir haben es geschafft. Los, los! Wir müssen uns evakuieren. Oder wir müssen evakuieren. Beeilt euch! In die Schiffe! Kassul, ich will sie tot sehen. Los, meine Verbündeten, wir sollten den Angriff dieser Kreatur zurückhalten. Versucht's doch. Herr Duros, es gibt keine Zeit, wir müssen weiterrennen. Wir werden sicher sein. Geht, Freund Faring.
ist immer noch irre, wie die alle in diese Medivacs immer reinpassen sollen. Kassul! Viking Squadron Bravo, jetzt! Du bist ein Lebensretter, Pierce. Nein, unmöglich. Unmöglich. Alle sind sicher. Wir warpen uns nun zu unserem Schiff zurück, Kaduros. Das ist praktisch. Ihr werdet dafür bezahlen. Jetzt muss der Reaktor doch mal hochgehen. So, sieht so aus, als hätten es alle geschafft. Das ist gut. Also hat er sich jetzt für uns geopfert und Crane, der eigentlich immer... Ich mochte Crane, hat uns verraten. Das finde ich traurig. Aber ich mag Crawley trotzdem nicht. Allein schon, weil ich nicht immer übersetzen darf, was er sagt, weil dann mein Video demonetarisiert wird. Netmark, die RSSI. Wir haben es endlich geschafft, Faring. Es ist vorbei. Das war meine härteste Mission. Und ich konnte sie ohne euch nicht durchführen. Oder ohne dich, ich weiß immer nicht. Das ist wirklich nett von dir zu sagen, Reeves. Vielen Dank. Freunde, ich wünsche euch ein letztes Mal zu grüßen, bevor wir uns trennen. Nassarin hilft den verwundeten Idoran. Sie fragt irgendwas. Kaduros, du bist der beste Verbündete gewesen. Es tut mir leid über Crane. Ich hätte auf euch hören sollen. Lasst uns nicht über vergangene Dinge sprechen. Ja, wir wurden betrayed. Aber wir waren erfolgreich. Diese Kreatur und seine Zerg sind tot. Zusammen mit den Überresten der RSSI. Ich bin froh, dass wir diese Allianz friedlich klären konnten, Kaduros. Nochmals meine Entschuldigung für das, was passiert ist. Was wirst du nun tun, Kaduros? Wir kehren zurück nach Ossorius, unserer Hauptkolonie. Wardins Tod verletzt unsere Leute immer noch. Eine große Zeremonie wird stattgehalten werden. Ein Denkmal wird für Opferbereitschaft errichtet werden. Ich werde euch nun verlassen. Seid willkommen auf Ossorius. Entaro Voradin. Was ist mit dir, Reeves? Wirst du zum Spec Ops Hauptquartier zurückkehren endlich? Ja. Und ich sollte mich bereit machen. Ich habe Lieutenant Pierce versprochen, dass es nicht so lange dauert. Ich habe ihm gesagt, er soll vorgehen. Ich verstehe. Nimm unser Shuttle dann. Das ist das Wenigste, was wir euch tun können. Vielen Dank. Es war eine große Ehre, mit dir zusammenzuarbeiten und mit dem CPG. Einen guten Rückweg nach Kohal. Vielen Dank, Officer. Oh, und Reeves? Ja. Bevor du gehst, lass mich nicht nur eine Sache fragen. Crawley, warum hat er das getan? Warum ist er durch so viele Sachen gegangen, um uns aufzuhalten, nur um uns dann am Ende doch zu retten? Ich weiß es nicht, Faring. Vielleicht hat er aufgegeben. Ja, aber er hätte uns ignorieren können und alles, was passiert ist. Er hatte keinen Grund, uns zu helfen. Nur eine Vermutung. Ich weiß es genauso wenig wie du. Ich
Verstehe. Auf jeden Fall haben wir es geschafft. Das ist das Einzige, was zählt, oder? Ja, das ist wahr. Ich kann aber nicht anders als darüber, über seine Intention nachzudenken. Das verstehe ich. Es ist viel passiert in den letzten Monaten. Ich denke, wir müssten uns ein wenig ausruhen. Ja, ich brauche allerdings wahrscheinlich mehr als Ruhe, um ehrlich zu sein. Vielen Dank, Reeves, für alles. Seid sicher. Wie übersetzt man denn seid? Das. Man weiß es nicht. Ah, ein schönes Ende. Es fehlt so ein bisschen die Musik.